ist die Lage günstig. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzermap Holzer Challenge mit dem Marschierer. Hallo. Hallo. Silage ist billig oder was? Ja, bevor wir. Also, wir brauchen sie nicht zum Schleuderpreis verkaufen, Marschierer, ne? Ja, ich guck gerade nur nach dem Preis. Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Wieso? Beim Landhandel. Beim Landhandel? Ich muss mal mitgucken, du. Beim Landhandel. Aber warte mal, wir nehmen den normalen Preis wieder, ne? Ich bin ein bisschen von anderen Projekten getäuscht hier. 680? Ja. Das ist aber ordentlich, ne? Das wird immer mehr statt weniger. Ja, gut. Ja, gut. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Holzer Challenge. Wir sind wieder fleißig dabei. Es wurde fleißig in die Kommentare geschrieben. Dankeschön dafür. Die meisten haben es so geschätzt, so circa 200.000 Liter sollten wohl runterkommen vom Feld. Wir sind sehr gespannt. Wir werden es vielleicht die Woche rausfinden. Mal schauen. Wenn natürlich das eine oder andere wieder zum Laufen bringen, wenn der Marschierer, glaube ich, macht weiter Grasball, ne? Ist das richtig, Marschierer? Oder ist die Arschball? Ja, ich verlege die ein bisschen, ja. Du verlegst die ein bisschen? Okay, gut. Beziehungsweise verkaufen. Ja, gut. Eine Sämaschine, glaube ich, hatten wir gehabt. Und dann müssen wir eben gucken, was. Ich weiß gar nicht, was wollten wir hier drauf machen eigentlich? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bin ich jetzt überfragt. Vielleicht haben wir aber noch keinen Plan gemacht. Das kann natürlich auch sein. Mal schauen. Schauen wir mal, wie es kommt und dann bin ich gespannt, wann der Erste heute vorständig wird. Auch ADAC. Warum? Was machst du denn? Wo bist du denn? Warum? Was? Ja, ich bin an deiner Kurve, Ecke. An meiner Kurve? Warte mal, wie sehe ich nicht? Bist du beim Händler unten? Ah, hier oben? Bei Feld 3, ja. Was soll ich da machen? Mein Unimog rausholen. Oh, nee. Ja, warte, ich komme. Ich habe halt nur so ein. Ich habe halt nur den Holland, ne? Ja, ja. Erste Dingens heute hier. Marschierer retten. Ich komme, Marschierer! Was, bist du wieder so schnell um die Kurve gefahren, ne? Mann, du. Ja, wir haben heute tatsächlich einen Ersatzmann bei. Und zwar der Sören. Der Sören ist heute für den Marc stellvertretend, weil der Marc diese Woche auf Urlaub ist. Das heißt, von Marc diese Woche keine Folgen, aber glaubt mir, es sind beide drauf. Der Paul ist drauf, plus der Sören ist drauf. Das ist der Ersatz für den Marc und das läuft. Hoffe ich zumindest. Ne? Ich habe nicht geguckt, aber ich denke mal, das läuft. So, ich komme zu dir, Marschierer. Kommt da irgendwas von hinten? Nö, läuft. War ich schon ordentlich Zeug drauf noch, du. Wie weit bist du richtig doll oder nur ein bisschen? Ich hab zumindest abgeklemmt. Also, Fracht ist noch gesichert auf der Straße. Und der Unimog sieht aber nicht so schlecht aus von hier. Er steht doch noch gerade, oder nicht? Ja, ohne Bodenkontakt. Achso. Ja, da muss ich reinsetzen, sonst wird das nichts. Guck doch mal, ob du einen Rückwärtsgang reinschieben kannst. Noch nicht? Weißt du, mit meinem Glück fahre ich mich dann selber fest. Ah, das ist gut, du bist vorne weiter runtergegangen, dann kann ich vorne noch ein Stüppchen machen. Besser? Ja. Es fährt noch. Das ist ein Unimog, der muss das. Der ist Kummer gewöhnt, was, ne? So, fahren wir das zurück. Wir müssen hier weiterarbeiten, ne? Die Rüben müssen noch raus aus dem Boden. Ist er nicht noch wer unten? Ich glaube, Simon war doch gerade noch unten. Wo ist denn der hin? Verschwunden. Weg ist er. Weg ist er. 109.000. Gut, bei 680 pro Ballen, das gibt halt jetzt schon ordentlich Schmackes, ne? Also das gibt halt jetzt richtig Geld. Das ist ja nicht schlecht. So, das müsste jetzt mittlerweile auch entleert sein. Das ist gut. Da können wir hier nochmal schön... Also ich habe tatsächlich Kommentare gelesen, Marschierer, wo drin steht, wir sollten uns mal um Holz kümmern. Haben wir nicht verstanden, aber Holz soll wohl sehr, sehr viel Geld geben. Aber ich glaube, mit den Silageballen sind wir ganz gut unterwegs momentan, ne? Nee, Holz macht mir keinen Spaß. Also... So.
wieder mittendrin statt nur dabei. Haben wir mittlerweile ein VCA drauf? Haben wir nicht drauf, schade. Ich habe letzte Woche bestellt, aber irgendwie wurde das nicht erhört von mir, von Paul. Naja. Hast du jetzt noch was zum Abmähen, Maschierer? Nee, nur abholen. Ah, hast du schon alles gemäht? Und düngen, glaube ich, musste man noch, ne? Danach, ja. Genau. Düngen dran. 15:05, das sollte man easy packen. Das sollte man eigentlich easy packen, bin ich der Meinung. Ja, Maschira, hast du gestern das neue DLC schon ein bisschen gesehen? Ja, ich war die ganze Zeit live dabei. Bei der FarmCon. Was sagst du? Ja, sieht schon mal nett aus. Schon mal, ist mal was anderes, ne? Nicht immer diese Riesendinger. Ich bin aber auch jemand, der sich nicht mehr hypen lässt, also. Nee, aber prinzipiell eine Meinung, ob es gefällt oder nicht gefällt, ist ja nicht direkt hypen. Sind halt noch 4 Monate. Es dauert noch lange, ne? Das hat mich echt gewundert, warum das noch so lange dauern wird. Das ist echt krass, aber ja, mein Gott. Es wird schon ein Plan dahinter stecken. Ich weiß ihn, ich kenne ihn nicht, aber die werden wohl wissen, was sie tun, warum sie tun und, ne? Ich bin schon wieder voll, ne? Also das hier hinten ist echt nicht gut. Das heißt, der Anhänger hat jetzt wie viel gebracht? Weiß nicht mehr, wie viel wir vorhatten. Ich glaube, es ist so... Wir hatten 109. Ja, da haben wir so, ja, fast 60.000, das ist gut. Wie viele Anhänger bringst du noch, was glaubst du? Keine Ahnung, ich war seit letzter Woche nicht mehr hier drauf. Nee, ja, und ich weiß es leider auch nicht mehr, aber... Ja, filmen wir schon raus, da filmen wir schon raus. Ich glaube, ich muss gleich mein Ding entziehen. Hast du noch, haben wir noch einen Traktor frei? Nee, ne? Wir haben doch nur den... Ja, wir haben nur den Unimog und den hier, den New Holland. Weil ich glaube, meine zwei Anhänger hier unten sind gleich wieder voll. Da müsste man vielleicht mal was wegbringen. Aber das sieht jetzt zwar noch viel aus, was hier liegt, aber ich glaube, dass es nicht mehr so viel im Boden ist. Also das täuscht, glaube ich, ein bisschen. Bin ja gespannt, was machen die anderen eigentlich, ne? Weil es regnet ja, es gibt ja ein paar, die wollten dreschen. Aber kannst du nicht dreschen bei Regen, das funktioniert nicht. Den bin ich da ein bisschen, ich weiß nicht, was die da machen. Ja, von mir aus kann der Regen noch bleiben. Ja, ich habe auch, also, wir haben nichts gegen Regen. Wir können alles machen, was wir brauchen. Wir können das Gras, haben wir schon gemäht. Düngen können wir noch, wir können noch hier ansehen, das können wir alles bei Regen machen, das ist gar kein Problem. Ich sehe das auch keine, also, ne? So. Mir ist das ja schnuppegal. Dauert nur ein bisschen lange alles hier, aber mein Gott, das ist halt so. Uwe verkauft auch. Was verkauft er denn? Silage. Ballen oder? Nee, LKW. LKW. Wo haben die denn das Zeug? Also ich glaube, die haben ja nicht so viel Wiese, ne? Aber ach, die haben doch Ackergras gemacht, ne? Ja, die haben ja den Fermenter hier gekauft oder so. Ja. So ist richtig. Ja, für den Preis muss man verkaufen, ne? Ist klar. Da wäre jeder blöd, der nicht verkauft. Bin mal gespannt, wo der Uber jetzt hier runterfährt, weil das ist eigentlich nicht der... Ist das ein normaler Weg? Doch, das ist der normale Weg. Hab mich gerade geirrt. So, jetzt fahren wir hier mal ein bisschen schräg, damit wir noch ein Stückchen zurückfahren können. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Vorgewende gemacht. Es ist zu wenig Vorgewende, definitiv. What? Der Uwe fährt zum Viehhändler. Ja, da hat er wahrscheinlich nicht nach dem Preis geguckt. Der fährt
Bein hat es um 4. Oder hat sich der Preis wieder geändert jetzt? Das weiß ich jetzt nicht, aber... Denke mir, Viehhändler war nicht so optimal, ne? Ja, der lädt er beim Viehhändler ab, ne? Da kennt er nichts. Eiskalt ist er, wie eiskalt wie er ist, macht das einfach so. Jetzt gucke ich nochmal genau, aber... Oder vielleicht haben die was anderes mit, das kann auch sein, aber... Ne, der Landhandel bringt tatsächlich mehr. Also deutlich mehr sogar. So, ich fahre jetzt mal meine zwei dicksten Anhänge weg. Ja, der Uwe, der hat, ich weiß nicht, ob er leer ist, aber wenn er rechts abbiegt, ist er leer. Der ist leer, ne? Jetzt muss ich mal kurz mal fragen, was da los ist, oder? Das ist ja hier. Hallo. Also, einen wunderschönen guten Tag. Ihr habt eine Frage? Ja, gerne. Habt ihr gerade die Latsche verkauft? Ja. Warum? Warum nicht? Hätte es nicht beim Landhandel viel mehr gegeben? Hast du nicht beim Landhandel verkauft? Oh. Ja, schön. Alles gut, ich bin weg, ne? Tschüsschen. Ja. Oh Gott. Das war gerade schlecht. Ich komme rein und sage, Jungs, habt ihr die Latsche verkauft? Und Uwe so, ja, haben wir verkauft. Und ich so, hä, warum macht ihr das? Ja, wegen Preis. Und dann sage ich so, beim Landhandel hat es mehr gegeben. Und dann hörst du Box so, du hast nicht beim Landhandel verkauft? Oh, schwierig. Aber vielleicht im Gedanken, weißt du, kann das schon mal vorkommen, dass man was, dass man so einen Fehler macht. Naja, ist wie es ist. Uns ist ja prinzipiell wieder mal unser Vorteil, also wenn die da falsch verkaufen. Wobei, das hält sich jetzt in Grenzen, glaube ich. Boah, aber der New Holland hat ja auch gut zu kämpfen hier hoch. So. Hast du jetzt überschaubar, wie viel du noch Ballen hast, Maschira? Ich denke, eine komplette Fuhr könnte es sein. Gut. Hoffe ich mal. Ja. Da habe ich am Hof aber nichts mehr rumliegen am Ballen, ne? Die haben alle schon weggebracht mal. Ja, hier leckt es aber doch ein bisschen, alter Schwede. Ich habe mal unsere Güllefass umgeschoben, hat mir nicht gefallen, wo es gestanden hat. So, einmal abladen bitte, danke. Was gibt eigentlich noch gut Geld? Was kann man denn noch machen? Oh, so, was ist das? Klee, glaube ich, ist das, ne? Oder Luzerne, ich weiß nicht ganz genau. Alter, Karotten. Wollen wir Karotten machen? Ah, ihr habt doch schon ein bisschen Erfahrung, kann ich dir sagen. Ja, habe ich mitbekommen. Aber Karotten 1300 ist halt echt eine Goldgrube, muss man sagen. Also da ist ohne Scheiß, Maschira, da ist Silage ein Scheiß dagegen. Also Karotten oder Zwiebeln. Alter, Zwiebeln, ne? Das ist halt schon das Big Business. Aber ich kann nicht noch ein Projekt machen, wo ich nur Zwiebeln und Karotten den ganzen Tag mache. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Oder schreibt es mal in die Kommentare, liebe Leute. Sollen wir hier Karotten? Also, wir müssen es irgendwann sowieso machen, weißt du? Und da könnte man noch gucken, dass wir das möglichst. Also, ich. Weißt du, so mit dem Geld, was wir haben, haben wir die Ernte schon drauf hier? Ja, die haben wir schon drauf, ne? Das ist halt geil. Also, da könnte man sich theoretisch so ein kleines Monopol aufbauen, ganz vorsichtig gesagt. Weil, wenn wir die Einzigen sind, die jetzt momentan schon den Karottenernte hätten, weißt du, Maschira? Dann können wir die Karotten halt für richtig viel Geld verkaufen. Das ist ein richtig gutes Geschäft, Maschira. Da müssen wir uns mal überlegen. Das wird zwar wahrscheinlich langweilig zum Zuschauen, bin ich überzeugt von, aber das wäre natürlich für unser Weiterkommen hier sehr, sehr gut, weil da könnten wir uns einfach einen richtig dicken Traktor kaufen. Ohne Probleme, weißt du? Also richtig ohne Probleme. Hat gerade irgendwer was gekauft? Hat ein bisschen kurz geleckt, muss ich sagen.
Gut. Ja, dann schauen wir mal, wie lange es noch regnet. Für den heutigen Tag sehen wir erstmal fertig, liebe Leute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, sollen wir auf Zwiebeln und Karotten gehen? Sollen wir mal in die bisschen exklusivere Sache reingehen? Schreibt es gerne mal rein, wir schauen uns das gerne an. Bis Mittwoch, macht's gut. Ciao, ciao.